Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Evoland. Und ja, ich bin jetzt halt in der letzten restlichen Folge halt hier überall noch rumgelaufen. Hab geguckt, wo ich was finden kann, hab noch einiges gefunden. Mittlerweile fehlen mir halt 3 Karten und 8 Sterne. Und ich weiß nicht, ob das jetzt schon das Finale ist, weil wenn, dann habe ich definitiv noch was übersehen. Ich weiß halt nur jetzt nicht wo, ich kann halt nicht so wirklich auf die Kommentare eingehen, weil ich das halt im Voraus aufnehme, damit ich halt was parat habe, mal was zur Abwechslung auch, ne? Und ich einfach Bock drauf hatte und gerade aber noch was anderes läuft. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt, ob ich die 100% schaffe oder nicht. Und ja, betreten wir die Zitadelle. Mal gucken. Ihr seid es also. Ihr seid das Böse, das meine Heimat verwüstet. Nennt mich einfach... Warte, ich muss mal die Maus kurz ein bisschen wegtun. So. Nennt mich einfach Sephiroth. Ihr seid weit gereist, um mich zu finden. Aber all eure Mühen sind umsonst. Eure lächerlichen Kräfte sind nichts gegen meine eigenen. Ich beweise es euch, und zwar jetzt. Okay. Sephiroth hört sich ein bisschen an wie Sephiroth. Also der geilste Gegner überhaupt, ne? Der geilste Bösewicht in Final Fantasy VII. Und generell in allen anderen Spielen auch. Und es erinnert mich ein bisschen... Ich habe ja Zelda nie richtig gespielt und alles, aber trotzdem sieht er ein bisschen aus wie einer von den Gegnern. Aber ich, wie gesagt, das, ich kann das nicht zuordnen, was ich da gesehen habe, also absolut nicht. So, okay. Also bis jetzt hat er noch keinen großartigen, spektakulären Angriff gemacht. Jetzt hat er nur per Hand zugeschlagen. Zwar auch nicht gerade wenig an Schaden, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ey, ja, er ist eine totale Bedrohung. Ja, mal sehen, wie sich das noch ändern wird. Vielleicht hat er ja auch 3 Phasen, so wie die meisten Gegner halt, ne? Mal gucken, wie lange es dauert. Es dauert schon mal deutlich länger als andere Kämpfe, definitiv. Ich dachte irgendwie, die schwarze Zitadelle wäre halt so ein Bereich, den man erkunden könnte. Das reicht. Ich habe genug von diesen Spielchen. Was macht er? Ich habe Angst. Nein! Nicht ernsthaft! Nicht ernsthaft macht er jetzt ein Kamehameha. Seriously! Bin ich das? Nein, ich mache ein Gegen-Kamehameha. Hame? Nein. Ha. Ach du meine Güte, hat das viel abgezogen. Ach du meine Güte, mach das ja nicht nochmal. Ich möchte auch Kamehameha können. Oder möchte dich in einen Frosch verzaubern. Oder irgendwas. Ich habe ja immer noch nicht diese Spezialfähigkeit freigeschaltet. Ich weiß noch nicht, wo ich das freischalten kann. Also wie, auf welche Art und Weise. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch wirklich der finale Kampf ist. Er dauert auf jeden Fall länger. Ist das auf jeden Fall ein Bosskampf? Rundenbasiert auf... alle Fälle. Nein, nicht schon wieder. Heil dich auf jeden Fall, weil Bob wird das sonst nicht überleben. Oh nein, er macht schon wieder. Diesmal war nicht viel Zeit zum Heilen. Kann ich das überhaupt gewinnen? Frage ich mich gerade. Weil es gibt ja manchmal auch Kämpfe, die man einfach nicht gewinnen kann. Ich muss jetzt mal gerade einen Gegenstand verwenden. Auf jeden Fall bei ihr. Und mach's dann heilen. Ach du meine Güte. Du greifst jetzt weiter an. Oh nein, er macht das schon wieder. Nein, nicht Magie, sondern Trank ihm geben. Ich hoffe, das überstehe ich. Ich hoffe es sehr. Oh Mann, bitte. Ich habe zwar im Dorf gespeichert, aber trotzdem. Okay, ich habe es überstanden. Seriously, das kann ich nicht gegen den gewinnen.
Nicht in dem Zustand. Ach ja, während ich natürlich das Ganze gesammelt habe, ne, habe ich auch ein paar, also habe ich noch was freigeschaltet. Und zwar habe ich 50.000 Gil gehamstert und das, so heißt das dann auch. Also Hamsterit, Hamsterer oder irgendwie sowas in die Art. Mann, ich kann das mit dem Kameha nicht überstehen. Der macht da viel zu viel Schaden mit. Und der macht das schon wieder. Puh. Puh, puh, puh. Mit etwas Glück überstehe ich's. Schon drei Kamehamehas dann überlebt, ne? Und den vierten. Oh, fuck. Iris hat nicht mehr viel. Noch halte ich mich wacker, aber ich sehe da ehrlich gesagt keine Chance. Wenn ich das jetzt wirklich gewinnen soll. Weil bis jetzt sieht es nicht wirklich gut aus. Absolut nicht. Nein, da macht er schon wieder. Verdammt. Gegenstand, Trank. Nein, nicht ihm, nicht ihm, nicht dir, sondern dir. Und Bob, du nimmst auch mal einen Trank. Okay. Scheiße, das wird Kaeris nicht überstehen. Kratzo mit vier Leben? Oh Gott. Oh. Nein, sie ist tot. Scheiße. Ich lasse mich jetzt auch mal töten. Mal gucken. Vielleicht brauche ich, kann ich das Ganze ja gar nicht gewinnen. Das dauert jetzt schon echt ewig eigentlich, wenn man es so betrachtet. Jetzt macht er eh wieder das Kamehameha. Das überstehe ich sowieso nicht. Also wenn ich jetzt Game Over bin, dann weiß ich, ich muss es gewinnen. Toll. Es gibt kein Game Over, dann war das wirklich so. Wir geben niemals auf. Wir kämpfen bis zum Tod. So sei es. Nein, nicht sein Ernst. Tötet uns jetzt auch noch? Ach du Scheiße. Das kann ich gerade nicht lesen. Ich bin gerade ein bisschen zu baff. Ihr wart immer für mich da. Habt mich immer beschützt. An meiner Seite gekämpft. Bitte verspricht mir, dass ihr weiterkämpft. Bitte gebt uns unser fruchtbares Land zurück. Ich werde über euch wachen. Ich... Ach du... Nein! Das schreit nach Rache, definitiv Rache. Kraft erwecken, eure besondere Kraft ist erwacht, Sohn des Drachen, Spezial. Oh, wir können uns jetzt selber auch heilen und wir haben Babamut. Oh, Babamut. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt. Es ist wirklich Bahamut, der sich dahinter verbirgt. Eine der beliebtesten Bestias, Esper, GFs, was auch immer welche Bezeichnung es in den Final Fantasy Spielen hat. Der ganzen Welt. Ja, jetzt ist er K.O. Klar, ne? Ich habe ihm mehr als 300 Schaden zugefügt. Definitiv. Ihr glaubt, ihr habt mich geschlagen? Ich werde zum Mana-Baum zurückkehren. Und wenn meine Wunden geheilt sind, zerstöre ich diese Welt, die ihr so liebt. Jetzt ist die ist jetzt wirklich tot. Können wir da eigentlich nochmal rein? Nö, wir können aber drin dezent stehen. Ach du meine Güte, ich habe ein bisschen Pipi in den Augen. Also ich muss jetzt nicht so extrem weinen und so weiter und so fort. Aber ich habe mich halt auch nicht so drauf eingelassen halt. Ich wollte das jetzt halt nicht, ne? Ach ja, das hat aber gut abklingt, Zeit. Ja, wie war das mit dem einen Item, verwandelt sich in einen Drachen und hat 12 Monate abklingt, Zeit. So gefühlt ist das hier gerade auch. Okay, ich dachte, die können das jetzt einfach immer OP-mäßig einsetzen, aber ja, die haben schon gewusst, warum sie das mit so einer schönen Abklingzeit verbinden.
Jetzt hat sie sich echt geopfert für uns. Sie hätte uns lieber töten sollen, anstatt sie. Sie war zwar irgendwie nervig, aber irgendwie auch lieb und so. Nee, das ist jetzt... Oh Mann, das schreit echt nach Rache. Aber hätte ich mal gewusst, dass es so hinausläuft, dann hätte ich natürlich auch nicht die Tränke verwendet. Ah, naja. Was soll's. Wird uns auf jeden Fall der Weg noch zum Mana-Baum führen. So viel ist schon mal klar. Wie viel heilt er denn jetzt? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ah, oh, okay, ja gut, was. Also das, was, ein bisschen mehr als das, was die andere konnte. Ist so schlimm, ich kann mir den Namen einfach nicht so merken, weil der Ähnlichkeit hat mit Kairi aus Kingdom Hearts und, Kairi, glaube ich, hieß die... Nee, die hieß Yugari-O. Aber irgendwer hieß auch noch so ähnlich. Ach, keine Ahnung. Ich komme da jedenfalls voll durcheinander. So, schon mal gesichert. Und zum Onkel. Wir müssen ihm auf jeden Fall sagen, dass sie tot ist. Also ich denke, wir müssen zum Onkel. Kaeris mag nicht mehr unter den Lebenden weinen, doch ich spüre ihre Gegenwart. Ich weiß, dass sie Bob begleitet. Ihre Kraft wird immer mit ihm sein. Ich kann nicht fassen, dass Kairi tot ist. Das ist ein trauriger Tag für die Annalen von Aogai. Ihr Tod war nicht umsonst. Sie hat ihre Kräfte auf Bob übertragen, damit er die Welt retten kann. Nun seid ihr unsere einzige Hoffnung, Sephiroth zu besiegen. Mit der Kraft von Kaeris werdet ihr stark genug sein. Ich glaube an euch. Wir alle glauben an euch. Kommt vorbei, wenn ihr etwas Zeit habt. Vielleicht kann ich helfen. Wir sind alle verdammt. Die meisten von uns glauben an euch. Nicht übel, oder? Gar nicht übel. Ich glaube fest, dass Kairis nicht umsonst gestorben ist. Bob, ihr müsst zum Mana-Baum aufbrechen und Sephiroth besiegen, ein für alle Mal. Ich gebe euch mein Luftschiff. Nur damit gelangt ihr zum Mana-Baum. Das Schicksal der Welt liegt in euren Händen, Bob. Genug gelaufen? Willkommen an Bord von Air Evoland. Ja, irgendwann schaltet man halt immer ein Flugschiff frei, ne? Ihr müsst zum Mana-Baum aufbrechen und Sephiroth besiegen. Ihr findet den Mana-Baum nördlich der schwarzen Zitadelle. Vergesst nicht, dass ihr nun nur mit dem Luftschiff dorthin gelangt. Mal gucken, gibt uns das dann irgendwelche weiteren Möglichkeiten? Der Typ hat ja auch gesagt, wir sollen zu ihm kommen, wenn wir irgendwie Hilfe brauchen oder so. An vielen verschiedenen Orten in Evolandia sind Sterne versteckt, doch nur große Abenteurer vermögen sie alle zu finden. Ihr habt bereits 22 von 30 verborgenen Sternen gefunden. Ich hörte, dort soll es einen Stern geben, Papunica. Echt, in Papunica? Vielleicht hinter der verschlossenen Tür. Es ist praktisch, dass er uns Hinweise gibt. So, Zettel raus, so, Papunica. Echt in Papunica. Da muss ich dann nochmal gucken. Gibt er uns jetzt denselben? Ja, okay. So, Karten. Da fehlen uns ja nur noch drei. Spielt ihr Doppelzwilling? Ihr braucht mehr Karten, um Champion zu werden. Ihr habt bereits 20 von 23 Karten gefunden. Ich bin ziemlich sicher, dass dort eine Karte versteckt ist. Papunica. Wieder Papunica. Da war ja nur diese verschlossene Tür, aber... Händler? Als ich noch jung war, kamen viele reisende Händler nach Aogai. Jetzt, wo die Ödnis sich ausbreitet, kommt niemand mehr hierher. Allerdings hörte ich neulich, dass sich ein Händler im nordwestlichen Wald niedergelassen haben soll. Okay, Händler... im nordwestlichen Wald. Vielleicht hat er Interesse, Waren
Vielleicht interessante Waren auf Lager, meine ich. Schokobokus, dem bin ich schon begegnet, gegen den hatte ich aber noch keine wirkliche Chance gehabt. Kennt ihr euch mit Schokobokus aus? Sie sind eine Spezies gelber Riesenvögel. Sie leben in den Ebenen im Norden. Aber tut euch nicht weh, sie haben sehr spitze Hauer. Gekocht ist ihr Fleisch eine wahre Delikatesse. Ich kenne da jemanden in Aogai, der es zubereiten weiß. Okay. Wer in Aogai könnte das zubereiten? Ich habe halt noch keinen besiegt. Ich denke mir, mit Babamut dürfte das dann kein Problem mehr darstellen. Rede mit mir. Ich hoffe, ihr besiegt diesen Sephiroth und rettet uns unsere ganze Welt. Hinten die Mutter war ja noch, diese Alte und die Person, die sagt, wir sind alle verdammt. Alle sind wir verdammt. Ich kann einfach nicht fassen, dass Kairos tot ist. Bla bla bla. Wir waren gute Freunde, als wir klein waren. Die Oma, ihr müsst den Mana-Baum retten. Ohne ihn gibt es keine Hoffnung für uns. Das Monster lebt also noch. Wir sind alle verdammt. Ja, okay, gut. Das haben wir kapiert. Okay, dann werde ich mal nach Papunica reisen. Weil dort ist nämlich auch dieser Schokoboko-Dingens, den ich da begegnet bin. Es war absolut keine Anspielung auf die Schokobos aus Final Fantasy. Also Final Fantasy-Anspielungen gibt es ja echt wirklich viele. Zum Mana-Baum werde ich noch nicht reisen. Also die Melodie hat mich anfangs erinnert an eine World-Dings von Final Fantasy halt, ne? Ich kann nicht über die Dings gehen. Ah, hier führt mich das nur zu den Minen. Oh, guck mal da! Okay, hier kann ich mich noch nicht so niederlassen. Warte, ich muss durch den Wald latschen, auf jeden Fall. Ja. Genau so geht es. Erstmal kämpfen natürlich, jetzt sind wir ja wieder alleine. Das ist voll ätzend. Vorher war das so, hier der eine kann heilen, dies und das und jenes. War halt ganz praktisch, der andere hat halt Schaden zugefügt. Auch wenn die Gegner jetzt keine Herausforderung mehr sind für mich, aber es war halt praktisch. Jetzt muss ich halt selber darauf achten, dass ich mich selber hin und wieder heile. Ja, so, hier ist auf jeden Fall das Händlerlager. Ich weiß noch nicht, wie ich da hinkomme. Also, irgendwie weiß ich nicht. Das hier irgendwie ausgelöst? Händler, ich bin einer der letzten reisenden Händler, ein Nachfahre der legendären Dorniko. Doch jetzt bin ich völlig ausgehungert. Seit Tagen habe ich nicht gegessen. Wenn ihr mir etwas gutes Fleisch bringen könnt, werde ich etwas Nettes dafür springen lassen. Okay, der braucht Fleisch. Würde mich nicht wundern, wenn das Schokobokopo Schokobo-Fleisch ist. Ich nenne die jetzt trotzdem Schokopo. Ist mir zu schwer auszusprechen. So, haben wir hier sonst noch irgendwas? Auf jeden Fall Papunica. Da will ich auf jeden Fall hin. Und bei Mana-Baum wird es auf jeden Fall das Finale geben. Also werde ich jetzt doch noch ein bisschen die Zeit damit verbringen, die Sachen zu finden. Ich möchte gerne 100%. Oh verdammt, ich habe ja gar keine Zeit gestellt. Weil ich vollkommen vergessen habe, dass mein Handy ja runtergefallen ist. Also ich habe das die ganze Zeit dort liegen gelassen. Genial. Okay, dann wird es ein bisschen arg schneiden sein und alles mäßige. Dann werde ich einfach komplett jetzt alles aufnehmen. Alles fertig aufnehmen und das nur noch entsprechend schneiden. So, hier war ja eine Mine. Verlieskriecher, ihr habt den Schrein der Babamut gefunden. Aha, interessant. Oh nein, ich bin schon wieder raus. Oh. Blöde Zufallskämpfe immer. So, jetzt nochmal rein. Ich wollte eigentlich nur nach versteckten Gängen direkt gucken. Das mache ich, glaube ich, im Nachhinein. Ich gehe erstmal so vielleicht gucken. Obwohl, ein paar offensichtliche kann ich immer mal testen. Hier der Weg. Oder hier das. Oh, war ja klar. Ich dachte mir so, hä, ein großer Raum mit nichts? Kein Gegner, gar nichts? Das ist irgendwie komisch. Das konnte ich mir irgendwie nicht vorstellen. Nein, du machst mir keinen Schaden. Warte. So, okay. Okay, warte. So, nochmal.
Jetzt. Lass mich dich doch treffen. Aua. Das war nicht nett. Das ist echt schwer, die zu treffen. So, und jetzt nur noch du, ja? So, okay. Der war einfach. So, dann haben wir hier auf jeden Fall einen Druckschalter. Warte, ich gehe nur mal kurz gucken. La, 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 la. Ist ein kleiner Raum, da geht das schnell. Was macht der? Ich weiß es nicht. Also hier habe ich jetzt jedenfalls nichts gesehen. Ich denke mal, hier gibt es wahrscheinlich noch weitere Druckschalter. Um irgendwas frei zu machen. Hier haben wir auf jeden Fall eine Möglichkeit zum Sprengen. Hier haben wir noch einen Weg, der ist versperrt. Kann ich dich schon töten? Nein, kann ich nicht. Schade. Und hier haben wir auf jeden Fall schon mal eine versteckte Truhe. Die uns ein Stern. Ha! Weil Sterne fehlen uns noch am meisten. Na, davon abgesehen, dass eine Karte hier auch noch ein Papunika sein soll. Genauso wie ein Stern. Was war das gerade? Das hört sich an, als würde irgendwas von oben runtersausen. Da gehe ich am besten doch noch nicht lang. Ich gucke mich erst nochmal hier um. Na toll. Nee, da will ich auch nicht lang. Ach, okay, dann gehe ich jetzt doch. Feuer. Oh, hallo. Ein bisschen näher. Aua. So, okay. Hier kam doch dieses komische Geräusch mit dem Pfui nach unten, also dass irgendwas runterfällt, aber irgendwie ist hier nichts. Okay. Kann ich schon mitleben. Kurz gucken. Nein, ist nichts. Der nächste Hebel auf jeden Fall. Die nächste Schelle, den wir betätigt haben. Jetzt bleibt uns ja nichts anderes übrig, als hier hinzugehen mit den Fallen und dem Wind. Okay, ich sehe auf jeden Fall schon mal den nächsten. Also hier ist auf jeden Fall nichts. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nein, 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 nein. So, ich hab ihn. Okay, das hat sich jetzt geöffnet. Jetzt muss ich da bloß noch wieder lebend zurückkommen. Den Weg hier, ja, den kann ich noch lang gehen, ne? Ich denke mal, dass ich bis jetzt noch nichts übersehen habe. Hoffe ich sehr, jedenfalls. Jetzt komme ich natürlich nicht ran. Es sind ein paar viele Fledermäuse hier, ne? Also, wollte ich ja nur mal so erwähnt haben. Ja, und dann noch so einer, genau. Das ist sehr aufmerksam. Wo taucht er jetzt auf? Nein, nicht mehr rechtzeitig. Komm wieder her. Nein. Komm hierher. Jetzt ist er erledigt. An das Herz komme ich auch nicht ran. So. Hier gibt es doch bestimmt noch versteckte Gänge. Ey, ich bin eigentlich gekonnt ausgewichen. Ah, verdammt. Hauptsache, es kommt nicht wieder dieser nervende Piepston. Ich weiß, was besser ist. So. Ja, klar. Ausgerechnet jetzt hätte ich ihn so treffen können. Einfach nochmal so. Ha. Und ist hier ein Gang? Ein geheimer. Ich sehe auf jeden Fall ein Lichträtsel.
Und hier kann ich noch was kaputt machen. Nochmal ganz kurz gucken hier. Nein, ist nichts. Stern. Oder Karte. Stern. Und... okay, also da fange ich entweder an oder höre auf. Mal gucken. Ich kann hier auf jeden Fall so... ne, da höre ich am besten auf. So, okay. Das sollte eigentlich machbar sein, solange ich mich halt nicht... gut, das hat schon mal geklappt. Aber hier war jetzt sonst nichts weiter. Oh, was kommt jetzt? Das Tor geht ja zu. Oh nein. Ist aber nett, dass hier so viele sind. Ja, übertreibt es einfach. Fuck, das werde ich nicht überstehen. Wann habe ich gespeichert? Ich weiß es nicht. Nein, 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 ekliger Ton, tot.